Herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind auf dem Grabhorn unterwegs, das wir in der letzten Folge errungen haben. War ein krasser Fight, ist ein heftiges Vieh, gehen nicht mal alle dunklen Flüche gegen. Ja, mal los! Und wir können einfach so hier Wände und Mauern durchbrechen. Yippie! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir wollen jetzt zurück zum Denkarium, zu dieser Kammer. Und da werden wir wohl noch ein paar Erinnerungen aufgetischt bekommen. Wilderer. Mal sehen, wie es dem Lord der Küste gefällt, dass jemand in seine Gegend eindringt. Ups. Auf Überraschung. Oh, hey, Doktor. Ja, macht ihr mal. Ihr kriegt uns so nicht. Ja, wie gesagt, falls ihr das sehen wollt, wie wir das Grabhorn bekommen haben, dann schaut am besten einfach. Die letzte Folge war ein epischer Endkampf mal wieder. Die haben ja eine Haut, da geht fast gar nichts durch. Da muss man erstmal rumprobieren. Was funktioniert das denn überhaupt? Das wird den Lord der Küste nicht aufhalten. Das wird niemand aufhalten. Bringen wir uns hinter uns. Diese gottverdammten Wilderer. Oh Backe. Ja, und wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende. Das will ich eigentlich vermeiden. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Weil ich bin süchtig nach diesem Spiel. Schwupps. Ich glaube, ich habe was gehört. Hier können wir auch nochmal durchbrettern. Müssen wir gar nicht. Ah, macht aber Spaß, so ein bisschen was zu zerstören hier. Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Das ist doch nur ein Händler. Achso, die meint er. Hm, hier ist doch nicht. Bolegen. Expulso. Ja, wir sind schon längst über alle Berge. Bis sie überhaupt mal hier anfangen zu treffen, so wirklich. Also, das ist kein Thema. Grabhorn sehr schnell unterwegs. Geiles Teil. Krasses Vieh. Allerdings bin ich doch eher der Flugtier-Typ. So mit dem Besen oder so ist mir lieber, irgendwie durch die Gegend zu pesen. Wobei man mit dem Grabhorn natürlich auch einiges umchecken kann. Okay, langsam. Na also. Haben wir einen Galopp hingelegt hier zum Beginn der Folge. Zeit für etwas mehr Tempo. Und da kommen wir jetzt in die Denkarium-Kammer zurück. Und ihr erinnert euch vielleicht auch an die letzte Episode. Da war ja dieses Grabhorn-Zeichen. Und dieses Zeichen auf dem Boden. Und wenn wir jetzt im Grabhorn herkommen, dann öffnet sich dieses Portal hoffentlich. Bleib einfach mal hier stehen. Das bringt's. Kommen wir da jetzt überhaupt mit dem Grabhorn durch? Ist ja ein bisschen wie so ein LKW einparken in der Garage. Nee, kein Zugriff mit Besen oder Reittier, alles klar. Ich muss kurz hier bleiben, Grabhorn. Ist zu dick für diesen Gang. Gut. Wir sollen uns die Denkarium-Erinnerung anschauen hier. Eine Erinnerung, die uns wahrscheinlich weitere Antworten geben wird über Isidora und Co. Es bleibt interessant. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihnen zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isidora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. San Bakar, sein Vertrauen konnten wir noch nicht wirklich erringen. Kein Wunder. Vielleicht hat er mal in die Let's Plays reingeschnuppert. Der ist auf jeden Fall ein bisschen argwöhnischer als die anderen und wir müssen uns wirklich bemühen, sein Vertrauen zu gewinnen. Oder mussten uns bemühen. Wahrscheinlich bleibt ihm ja jetzt nichts mehr anderes übrig. Er wird uns ja die Erinnerung zeigen. Und da dreht sich es wahrscheinlich wieder um Isidora und die Sache mit den Schmerzen. Sie versucht ja, die Welt zu retten, aber das hat wohl einen Preis. Und er meint ja gerade, Isidora sei nicht die gewesen, wie es zunächst scheint.
Hallo? Isidora? Isidora? Mr. Morgan, hab ich. Gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Isidora hat nicht nur die Schmerzen genommen, sondern alle Gefühle. Und sie hat weitergemacht. Das Ganze sogar an Schülern ausprobiert. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora? Runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Jetzt kommt zum Showdown. In den Erinnerungen. Avada Kedavra. Baka hat einen sehr dunklen Zauber gewirkt, um die anderen zu retten. Eine ähnliche Situation wie mit Sebastian und Anne. Sie lebt. Aber Isidora lebt nicht mehr. Wow, Leute. Eine Erinnerung mit sehr, sehr vielen Antworten. Wir haben viele Briefe gelesen, wir haben viele Erinnerungen gesehen. Und jetzt sowas. Also extrem krass. Was eine Episode. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora gekämpft haben. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen,
ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann. Wir haben alle Prüfungen der Hüter geschafft und könnten jetzt auch die Story weiterspinnen. Allerdings haben wir auch noch jede Menge Nebenmissionen und Natti hat uns ja um Hilfe gebeten letztens. Da will ich jetzt mal vorbeischauen. Natti, ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für 1-2 Tage Frieden, aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Natti ist traurig wegen ihrem Vater, aber hier geht natürlich gerade die Welt unter. Tut mir leid, Natti. Tut mir leid, Natti. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Du hast so viel getan. Tatsächlich sind viele meiner guten Tage nur deinetwegen gut. Die schlimmen Tage allerdings. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an und lassen Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Das stimmt, Natti. Wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir werden sie bestimmt kriegen. Angefangen bei Harlow. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr hilfreich. Das tut mir leid für Natti. Harlow wollen wir natürlich auch zur Strecke bringen und die ganze Bande gleich mit am besten. Und weil wir natürlich auch ein offenes Ohr für die Probleme unserer Freunde haben, düsen wir jetzt mal rüber zu Poppy. Da geht nämlich die Zentaurengeschichte weiter. Eine kleine Schnellreise und schon auf dem Besen unterwegs Richtung Poppy, die sich in der Höhle in der Nähe von Irondale befindet. Und Irondale, da waren wir auch noch gar nicht so wirklich, ne? Da sind wir ein bisschen vorbeigetingelt, aber noch nicht so richtig. Haben wir uns noch nicht so richtig angeschaut. Und da Poppy ja auch eher eine Nebenmission ist, können wir uns mal umschauen. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Nebenmission. Ich glaube, in dem Örtchen haben wir nämlich noch einiges zu tun. Und ich sehe schon. Faszinierend, sehr faszinierend. Hätte ich nur die Energie. Welche Energie? Verzeihung, Madame. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Althea Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ein altes Rätsel mit Vasen? Warum nicht? Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle.
Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Okay, da haben wir uns direkt was angetan hier. War es vielleicht gar nicht so schlecht. Gehen wir da mal rüber? Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Hier gibt es auch noch eine Nebenmission, seht ihr? Ah, die wollen wir erstmal uns nachher zu Gemüte führen. Ach, eins nach Sie, dem anderen. Ich kann Ihnen Hallo. Arbeit für es oh, die gut, Familie. Sie zu sehen. Ohne ihre Bin ich einfach an den vorbeigeladen. Ich noch immer im Käfig dieser grässlichen Aschwinderinnen. Was ich ich werde ihren Mut niemals vergessen. Wo ist er denn? Hä? Gibt, der einen noch bin irgendwie bin ich an den vorbeigelaufen, haben sie mit mir geredet und ich weiß auch nicht, Leute, egal. Die haben sich auf jeden Fall gefreut, die Familie Rape. Dass er nicht gerapt wurde. Ja, der gute Isko. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Oh, ich glaube, da fliegen wir mal eben rüber, oder? Komm, Superjump. Yeah. Risiko. Das sieht ja auch abgefahren aus hier. Ne? Und das ist halt die Sache, wo wir nachher noch hin müssen, zu Poppy. Aber, ja, Leute, wir machen jetzt erstmal die Geschichte mit Madame Twiddle. Da sind wir auch relativ flott. Ist jetzt wahrscheinlich nicht die spektakulärste Nebenmission. Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Scheint eine kleine Sammelmission zu sein. Vielleicht müssen wir die Vasen hier alle stapeln oder so. Aktiviere die Statue. Warum sind hier nur so viele Vasen? Könnte sein. Akio. Oh, das ist natürlich... Achso, ich soll die alle zerstören? Wenn wir die einfach nur zerdeppern sollen? Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Das soll das Rätsel sein jetzt? Wow. Ja, das ist jetzt nicht so die Nebenmission. Revelio. Aber mit Revelio klappt es auch mit den Vasen. Im Normalfall. Na komm, Vase, zier dich nicht so. Oh, was war denn das, was wir zerdeppert haben? Ich habe gar nicht hingeschaut. Ich habe nur gesehen, ey, da können wir irgendwas zerdeppern. Und dann... Revelio. Habe ich zerdeppert. Da vorne ist auch noch eine Vase. Oh, da hinten sind ganz viele. Ah, komm. Die Zauber flutschen hier wie Vaseline. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Revelio. Drei Stück müssen es noch sein und ich sehe sie schon. Okay, das ging wirklich flott. Aber es hat für mich nicht viel mit dem Rätsel zu tun. Ich habe es gleich geschafft. Nur noch eine Vase. Also wenn das ein altes Rätsel ist, die Vasen zu zerdeppern, da weiß ich auch nicht, ne? Aber es ist ein mysteriöses Rätsel offensichtlich. Das war's. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Ah, das will ich nochmal machen. Einmal hier die Fässer zerdeppern. Und jetzt zurück. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird. Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht hatte. Ist die Frage, ob diese Nebengeschichte irgendwann noch weitergeht, aber hier vorne im Dorf ist ja nur eine andere Person. Verzeihung, Sir. Sie wollen den Narren sehen, was? Das ist Paul Rick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester.
Na, sie hat fast jeden ausgeraubt. Also, wer ist der Narr? Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als Einziger nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebrannt ist. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen. Schwester oder nicht? Uiuiui, er nimmt's ernst? Was für ein Familienerbstück wurde Ihnen denn gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggerty-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Oh, eine schöne alte Halskette. Die will er wieder haben. Kann ich verstehen. Warum sollte Catherine das Dorf ausrauben? Sie hatte es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut, hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Ja, vielleicht ist sie auch nicht durchgebrannt, sondern wurde entführt. Sind Sie sicher, dass es Catherine war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von ihnen war, nur nicht Catherine. Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie ausrauben musste. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Na, das trifft sich doch gut, oder? Ich werde mal kurz bei ihm verkaufen. Was verkaufen Sie hier? Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. So, es ist Nacht und wir können den Tatort nach Hinweisen untersuchen und ich bin gerade mal ordentlich krempellos geworden. Ein Haufen Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Ein Haufen. Eine Galeone vor allem. Revelio. Folge der Spur aus Münzen. Ah, da ist die nächste. War wohl noch in der Tasche. Also Revelio will ich auch in Realität haben, ey. So oft wie man Sachen verlegt, was man da an Zeit sparen würde. Überlegt euch das mal. Hallo. Es tut gut, Sie zu sehen. Ohne Ihre Hilfe... Ah, Sie. Ich kann Ihnen gar nicht genug für die Rettung meines lieben Isco danken. Er erzählt oft, wie mutig Sie waren. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Ich will unbedingt nach Rumänien. Hallo, Mrs. Rabe. Wie geht es Ihrem Mann? Er ruht sich momentan aus, scheint aber guter Dinge zu sein. Ja, können wir doch noch mit Ihnen reden. Ein Glück, dass ich ihn gefunden habe. Absolut. Wenn ich gewusst hätte, was Sie vorhatten... Nun, sagen wir einfach, ich bin sehr froh, dass Sie wohlauf sind. Mit Rookwoods Verbrechern ist nicht zu spaßen. Versprechen Sie, auf sich aufzupassen. Ihr Mut ist bewundernswert, aber unnötige Risiken einzugehen, naja. Keine Sorge, Mrs. Rabe, ich kann auf mich aufpassen. Ja, das glaube ich auch. Vielen Dank nochmal, für alles. Dann waren die eben wirklich hier direkt um die Ecke. Oh, sorry, Mrs. Rabe. Revelio. Und ich habe die eben irgendwie übersehen, weiß ich auch nicht. Die alte Blindschleiche, aber egal, da haben wir sie ja noch gerade getroffen. Wo geht die Münzspur weiter? Hier. Hier sind noch ein paar Eier. Wenn man schon mal hier ist, ne? Dann kann man sich die nicht entgehen lassen. Das ist so ein Gamer-Trigger. Wenn da irgendwas rumliegt, dann muss man da irgendwie hingehen. Ich muss nehmen. Revelio. Ja, hier wird man ja richtig reich an der Nebenmission. Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein. Ja. Obwohl, wenn man so eine Galeone ja mal umrechnet, dann ist das schon einiges wert, ne? Ich weiß gerade den aktuellen Wechselkurs nicht. Aber das waren auf jeden Fall mehrere Euro. Ist da jemand? Guten Abend. Aha. Da bist du ja. Oh, da machen wir mächtig Rabdau hier in dem Schuppen. Boing. Er lebt noch. Ein Anhänger weniger, Renrock.
Und ein bisschen alte Magie. Mehr. Was haben wir denn da liegen? Ein weiteres Galionchen? Revelio. Merlin-Rätselchen auch. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Nicht genug Malvenkraut. Ey, ich muss erstmal wieder losjetten. Ey, wo führt uns das denn jetzt hier hin? Das gehört bestimmt zum Merlin-Rätsel hier. Gegen irgendwelche Zahnräder rum und so weiter. Mysteriöse Area. Hat ziemlich viel Gold verloren, wenn man da mal der Spur folgt. Oder ist das eine Falle? Da stecken die alle unter einer Decke. Man weiß es nicht. Ey, ist ja gut. Ich habe genug Gold eingesammelt. Revelio. Oh, jetzt auch noch Pilze. Stellt euch mal vor, ihr geht so durch eine Stadt und da liegt überall so eine Spur. Immer ein Euro. Noch ein Euro. Ja, ich würde da doch hinterher gehen. Ich würde mich schon wundern. Wahrscheinlich wäre die ganz schnell weg, die Spur. Weil auch noch einige andere hinterhergehen würden. Deswegen wundert mich, hey, wer hat das denn nicht gesehen? Ich meine, das ist ja schon eine Menge Kohle am Ende. Revelio. Kannst du dir eine PlayStation 5 von kaufen bald? Ja? So 100 Galleonen oder so? Ja, wie viele Galleonen wären eine PlayStation 5? Ihr wisst es ja wahrscheinlich, den Umrechnungskurs, den genauen. Ich kann ihn gerade nicht nachrecherchieren. Magst du Schmerzen? An das 7, 8 Euro oder Dollar pro Galleon oder sowas? Ich weiß nicht genau. Ich muss da weiter hoch. Ich dachte, hier führte vielleicht auch noch was lang. Es geht aber nur schnurstracks weiter den Münzen entgegen. Also, wie gesagt, das muss ein ganz schön dummer Dieb sein. Oder das Loch in der Tasche ist, wie gesagt, groß. Revelio. Oder es ist eine Falle. Wer will uns hier umbringen? Es könnte auch ein Niffler oder so sein, ne? Hm. Ah, es ist schon eine ganz nice Mission. Man weiß nicht so wirklich, was los ist. Und es ist eingebettet in die lustige Geschichte mit der Schwester. Vielleicht ist sie aber gar nicht so lustig. Mal sehen. Ein Niffler. Es war doch nicht Catherine Haggerty. Okay. Ja, war fast klar. Der hat aber einige Schätze hier angehäuft. Hier liegt auf jeden Fall jede Menge Krimmel und er muss sich auch irgendwo hier rumtreiben. Revelio. Wo bist du? Resto Momentum ist eine gute Idee. Oh, 25 sogar. Revelio. Da oben vielleicht. Liegt noch mehr Gold. Der kleine Niffler. Das passt doch auch. Das muss das Erbstück der Haggertys sein. Oh. Und der hat seine Schwester beschuldigt. Nicht gerade der netteste Typ. Erbstück haben wir, aber da ist der Niffler, oder? Arresto Momento. Ich glaube, ich habe ihn. Du haust mir nicht ab. Kleiner Mats. Wie Mr. Haggerty die Neuigkeit wohl aufnimmt. Seine Schwester war nicht die Diebin und das Erbstück kehrt zurück an seinen Platz. Ja, Mr. Haggerty, Skandal. Da bin ich gespannt, was er sagen wird. Gute Neuigkeiten, Mr. Haggerty. Ich habe Ihren Dieb entlarvt. Jetzt hören Sie schon auf. Wir alle wissen, es war meine Schwester, Catherine. Sir, der Dieb war eigentlich ein Niffler. Wie bitte? Sie wissen schon, klein, pelzig, diebisch. Ich bin ihm zu seinem Versteck gefolgt. Catherine wusste als Einzige, wie man in unsere Häuser kommt und wo die Wertsachen sind. Das ist wohl ein fieser kleiner Mistkerl. Wenn Sie das Versteck des Nefflers gefunden haben, dann müssen Sie auch mein Erbstück haben. Hm. Ja, wir verkaufen es ihm natürlich. Ich habe Ihr Erbstück gefunden und gebe es Ihnen zurück. Gegen eine Belohnung.
Das ist wohl nur fair. Also gut, nennen wir es ein Zeichen der Anerkennung. So klingt es anständiger. Catherine ist eine Enttäuschung, aber ich wollte nie glauben, dass sie hinter all dem steckt. Nun, dank Ihnen, muss ich das auch nicht mehr. Wir leben in einer seltsamen Welt. Ein Niffler wird wohl kaum nach Azkaban geschickt, aber ich habe mein Erbstück zurück. Wunderbar. Und wir haben 180 Erfahrungspunkte eingesackt und 500 Galleonen. Also hat sich das definitiv mal gelohnt, hier für den guten Herrn zu arbeiten. Und wir hatten ja auch schon gesehen, da vorne geht die Geschichte mit Poppy weiter. Da joggen wir mal gerade rüber. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Erstmal ein paar Florfliegen sammeln. Ich finde, das sieht auch total idyllisch aus hier nachts. Da hinten auch der Vogel. Ach, was für eine schöne Welt. Ich werde Hogwarts wirklich vermissen, wenn wir das durchgespielt haben. Aber ich bin ja guter Dinge, denn ein zweiter Teil wurde bereits angekündigt. Und ich kann mir auch vorstellen... Oh, ich bin jetzt viel zu weit gelaufen. Und dann jette ich da eben mal rüber. Ich bin nicht so weit gelaufen. Ich hätte ja auch um die Kurve rennen müssen. Alles klar, das geht aber deutlich schneller mit dem Besen. Ja, und ein zweiter Teil wurde bereits angekündigt, wie gesagt. Und bis dahin wird es sicherlich einige DLCs geben. Also, wenn ihr mehr Bock drauf habt, ich spiele die gerne. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht. Aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Weißt du, wieso diese Höhle gemieden wird? Es ist lächerlich. Den Gerüchten nach treibt die Höhle Menschen in den Wahnsinn. Aber ich konnte keine Berichte von Leuten finden, die dort drin gewesen waren. Also ist es entweder ein Gerücht, oder alle, die die Höhle betreten hatten, konnten danach nicht davon berichten. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Finde den Mondstein. Das sieht definitiv nach Ärger aus. Wieder eine coole Höhle. Mit Bienen. Revelio. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Accio. Nur ein paar Spinnen, die uns Revelio absolut nicht mehr schocken können. Hier können wir auch durchhechten. Hier noch irgendwas? Nee. Accio! Defulso! Ich glaube, hier geht's so richtig weiter. Aber hier ist ja auch noch irgendwas. Revelio! Ich will erstmal hier. Das sieht nach so einem Nebengang aus. Wegen der Tür. Die Tür ist, glaube ich, so der richtige Weg. Und hier ist nur ein bisschen... Hol dir das Zeug, wenn du Bock drauf hast. Verdammt wenig Zeug für hol dir das Zeug, wenn du Bock drauf hast. Also. Oh, ich muss auch mal unseren komischen Wintermantel hier wechseln. Der war jetzt ein paar Folgen ganz cool, aber langsam bin ich noch nicht mehr so stylisch. Aber passt ja zur winterlichen Umgebung, ne? Wenn er da mal ein bisschen freizeitmäßig unterwegs ist. Ist ja kalt. Noch ein passiver Sumpfpaddler! Defulso! Cruzio! Confringo! Imperium. Boah, da hatte ich eine Idee. Bei Sumpfkrab, dann könnte das ja Gold wert sein, oder? Kann man da jetzt nicht den Pit... Nee. Petrifico... Doch, geht! Petrifico total! Was ist denn mit denen los? Bei denen macht das schon Sinn mit dem Petrifico, weil die sind super nervig einfach, finde ich.
Also, Revelio. Da konnten wir noch irgendwas ziehen, sehe ich gerade. Ist da noch irgendwas Wichtiges? Nee, kommen wir gar nicht hin von hier. Komisch. Wahrscheinlich noch ein anderer. Moment. Sieh mal einer an hier. Incendio! Oh, wieder Mütchen. Wie die Motte zum Licht. Ihr kennt das Spiel noch. Haben wir auch was auf dem Boden? Revelio. Ich würde sagen, wir nehmen die einfach mal mit, aber hier kommen wir auch irgendwie noch durch. Impulso! Ah, ich glaube, hier müssen wir die Motte hinbringen. Knüterich! Hört sich strange an, ne? Das Wort knüterich? Weiß nicht. Nun denn. Wir nehmen hier das Mädchen mit. Was haben wir denn so am Start? Haben wir den? Ja, einmal. Lumos! Lumos! Wie fleißig sie immer mitmachen, ne? Wenn wir den Lumos bringen. Alle so synchro. Lumos, Lumos, juhu! Und die kann man ja noch andrehen. Aber müssen da zwei hin? Ne, hier sind zwei drauf. Das ist schon Topofix. Da würde ich sagen, bringen wir es einmal zum Drehen. Der Pulso! Impulso! Arresto Momento. So, mehrmals draufzimmern und einmal Arresto drauf. Und dann klappt das auch. Dann fällt ja nämlich hier was hoch. Und hier haben wir eine Megatruhe. Nice. Na, immerhin was Schönes für den Hals, ne? Ui. So, ich habe mich da hinten nochmal genauer umgeschaut, sogar in den anderen Räumen, und da ist nichts mehr zu holen. Ich dachte, vielleicht hätte ich noch ein Rätsel verpasst. Oh, wir haben noch einen Vogel. Oh, das sieht ja wieder richtig schön hier aus, ne? Ein eigenes Biotop sozusagen in dieser Höhle wiederum. Wir haben ja draußen gerade Winter und hier sieht es doch sehr tropisch aus. Fupa! Wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Der Fupa-Gesang, so heißen diese Vögel hier. Mit denen werden wir schon fertig. Ich hoffe, wir werden nicht wahnsinnig, weil wir sind ja schon wahnsinnig. Also, der kann uns ja nicht mehr viel anhaben. Was haben wir jetzt hier noch? Für den Laden. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er... Okay. Hier können wir wieder Grabräuber spielen. Tomb Raider. Sarazar Croft. Ah, da ist auch nichts Besonderes drin. Gut, dass wir mal verkauft haben. Sollen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Inventarplatz. Das könnte das tricky werden. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fupa und jetzt das. Akio. Okay, wir haben wieder mehrere Rätsel nebeneinander. Rätsel, die wir so schon alle mal gemacht haben. Zum einen hier Motten hin. Dann wird sich wahrscheinlich hier irgendwas tun. Mit diesem Symbol ich vielleicht denke, auch. Ich denke, wir sollten Motten finden. Mhm. Und hier können wir natürlich auch was freischalten, je nachdem, wie wir was ziehen. Diese Türen lassen sich ja bekanntlich öffnen. Und da brauchen wir Kreis- und Tetris-Zeichen. Das sage ich ja immer so gerne. Akio. So. Und Tetris-Zeichen. Ach so, habe ich schon gedrückt sogar. Muss man gar nicht in Reihenfolge machen. Aber nicht mehr als Kohle hier in dem Schuppen. Bringt uns also nicht so viel. Na, geht das jetzt nicht auf, oder was? Manchmal ist die Reihenfolge ein bisschen unerklärlich. Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Lumos! Lumos! Motte Nummer 1 ist am Stissel. Bring's mal hier ab, Motte Nummer 1. Okay, hier auf der anderen Seite haben wir auch noch ein bisschen was zu holen, theoretisch. Hm. Wieder ein neuer Code. Müssen wir hier ziehen? Arresto Momento! Oh. Falsches Set. Akio.
Leider keine Motte, aber dafür ein Sessel. Sieht mir nach so einem Ohrensessel aus oder so. Kann man sich auch in den Raum der Wünsche ballern. Muss ich zwischendurch auch noch mal aufpimpen. Bevor die Reise hier vorbei ist. Mensch, ich will nicht, dass sie vorbeigeht. Weil wir haben langsam, aber sicher, wahrscheinlich alle Missionen gemacht. Da gibt es sicherlich noch ein paar Nebenmissionen, die wir erledigen können. Aber mega viele werden es wohl nicht mehr sein. Okay. Jetzt will ich aber auch hier nicht trauern. Akio! Wir haben ja schon drüber geredet. Es wird sicherlich Nachschub-Content geben, wenn ihr denn Bock drauf habt. Und das war nochmal der Kreis. Achso, die beiden. Oh. Jetzt war ich abgelenkt gerade ein bisschen. Lumos! Lumos! So, da ist das nächste Mädchen. Und jetzt die Frage, müssen da zwei ran oder nur eine? Weil es nur zwei Seiten. Jetzt müssten da jetzt zwei ran, oder? Depulso! Also man braucht pro Seite definitiv nur eine Motte, um das Ding zu aktivieren. Ich erinnere mich aber, dass es auch mal welche gab, wo man, glaube ich, zwei brauchte. Ich kann mich aber natürlich auch irren. Und jetzt müssen wir die Dinger drehen. Depulso! Ordentlich schrauben und dann öffnet sich die nächste Tür. Und was sich dahinter verbirgt, das sehen wir in der nächsten Folge.